Jetzt kommen wieder zwei Hochkaräter aus der Armwrestling-Szene. Der erste Athlet ist 35 Jahre alt, 1,85 groß, wiegt 75 Kilo, kommt aus Wolfsburg für den VfL Wolfsburg. Er ist IFA-Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister und wohl das bekannteste Gesicht im deutschen Armwrestling. Begrüßt mit mir, mit einem fetten Applaus, Matthias Hellboy Schlitte! Der zweite Athlet ist 27 Jahre alt. 1,90 groß, wiegt 100 Kilogramm, aus Hanau, für Over the Top Hanau. Er ist deutscher Meister bis 100 Kilogramm. Begrüßt mit mir Dominik Pate! Havoc 3, Match 11, ready, go! Shake hands! Und Max, viel Spaß! Danke dir, Henning! Ja, Leute, macht euch bereit für dieses absolute Top-Match! Mehrfacher deutscher Meister, Weltmeistertitel schon auf seinem Namen, Hellboy mit seinem massiven Arm gegen Dominik Pate, der einen ordentlichen Gewichtsvorteil hat. Da seid ihr gut. Ein absolutes Match der Top-Klasse aus zwei Top-Vereinen. Hier seid ihr gut. Bisschen mehr Turn, bisschen Riss aus Domi. Auch hier wird schon eine Menge Energie im, rüber zu Matti. Im Setup aufgewandt. Ja, Hellboy, einer der ungewöhnlichsten Armwrestler auf der Welt. Zeitflip! Man braucht ihn gar nicht mehr vorstellen, man braucht keinen über ihn sagen. Open your hands. Ab jetzt bewege ich euch, okay? Shoulders, shoulders. Zumindest in Deutschland ist auch Dominik Pate, an dem kommst du nicht vorbei. Der ist ein Sport. Und zu Dominik Pate Sport. Bei wem gefällt mir? So, jetzt frag close mich your thoughts. Wirklich. Close your hands. Go! Leute, das war ein Flash-Pin aus dem Bilderbuch. Das ging selbst an unserem Kommentator Eki vorbei. Da habe ich mich gerechnet. Ja. Das war sehr überraschend für Dominik. Doch der steht schon direkt wieder ready am Tisch. Der lässt sich nicht unterkriegen und bleibt fokussiert. Wirkt sich sehr selbstsicher. Hat vielleicht schon eine Strategie dagegen am Start. Auch Hellboy ist langsam wieder ready. Sportliches Shake Hands unter diesen beiden Top-Athleten aus Deutschland. Ja, was ich noch sagen wollte, ist die Frage, wie kommt man an so einer großen Hand vorbei wie die von Hellboy? Und die erste Runde hat uns noch gezeigt, gar nicht. Ja, die Hand-Control, die Technik, alles einfach perfekt von unserem Hellboy. Go! Auf der Hund hat es nichts gebracht. Ja, der Hund nimmt so ein bisschen was vom Handgelenk weg, von der Handkontrolle. Aber, tja, gegen Hellboy wird es halt nichts. Ja, wenn man so in den Hook geht und dann auf dem Unterarm oder mehr oder weniger liegt, da ist natürlich wenig zu tun. Wobei man sagen muss, Dominiks Unterarm, der kann mithalten. Also, da geht natürlich ordentlich Training mit hinein und nicht nur die Gene.
Aber er lässt sich auch jetzt nicht unterkriegen. Er sieht ruhig und gelassen aus und wird mit Sicherheit nochmal alles geben, hier eine Runde für sich zu entscheiden. Aber auch unser Hellboy bleibt natürlich entspannt. Schon so viele Matches auf dem Buckel, so viel Match-Erfahrung. Da ist man natürlich nicht mehr ganz so aufgeregt. Mari hat ja gesagt. Ich hab nee gesagt. Ja, dann lassen wir das. Dann lassen wir das lieber. Es wurde nach dem Strap gefragt, aber Dominik möchte es nicht. Lieber in der Handball. Leute, seid gespannt für Runde 3, macht nochmal ordentlich Lärm! Ausdrehen. Du hast zu viel Handgelenk. Du auf. Ausdrehen, Leute. Wir sehen Dominik loaded ordentlich. Der ist ready für einen starken Hit. Komm! Hellboy sehr konzentriert und ruhig dabei. Bleib so. Hellboy wrist. Matti wrist. Wrist. Center zu Matti. Center zu Matti. Mehr, 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 jetzt mehr. Center zu Matti. Es wird so fair gemacht, wie es möglich ist. Es geht in den Set Grip. Beide hat sich sehr ruhig, sehr gefasst. Machen nicht wirklich viel an Krimskrams auf dem Tisch. Also es ist wirklich klar, die wissen, was sie tun, die wissen, was sie wollen. Die wissen, ja, auch, ja, wie sie gewinnen können. Und es überlegt. Okay, Refs Grip, keine Bewegung. Schultern, Schultern gefällt. Ja, es sind wirklich nur Mikrobewegungen. Bisschen rüber zu Domi. Die ja, die da ganze seid ihr gut. Webbing gefällt entscheiden. Also es ist wirklich close your thumbs. Ja, kein unfaires Rumgezieher oder so. Hoch damit, hoch damit. Machen wir nochmal, machen wir nochmal. Und es war zu früh gezogen. Machen wir nochmal. Mach das nicht, mach das nicht. Ja, dieses zu früh ziehen sollte als Foul gelten. Beide ich hab's jetzt nicht sehr gecovert. Okay, denkt an die Knuckles. Aber es darf erst ab dem Kommando gezogen werden. Da seid ihr gut. Webbing. Ja, na klar. Webbing gefällt mir. Close your thumbs. Ja, jede Millisekunde zählt. Dann möchte go! Stopp! Und wieder ein klarer Hit von Hellboy. Das war das 3-0 für Hellboy. Ein souveränes Match von beiden Athleten, auch von Hellboy. Nicht nur am Tisch ist er gut, auch als Kommentator und beim Posen in die Kamera liefert er eine klasse Show ab. Und wir machen uns bereit fürs nächste Match. Ich übergebe wieder an Henny.